Also was wir in Deutschland, Österreich und Schweiz von den Amerikanern lernen können, ist eben Emotionalität und Entertainment. Aber wir dürfen es den Amerikanern nicht nachmachen, sonst wirkt es aufgesetzt und passt kulturell nicht. Aber so ein Schuss mehr in diese Richtung würde viele Vorträge bei uns anreichern, peppiger, lebendiger und emotionaler machen. Und das haben die Amerikaner uns einfach voraus, während wir mehr traditionell auf Content ausgerichtet sind. Aber die Leute sind es oft leid, sich eben die so und so vielte PowerPoint-Präsentation anzusehen mit Text, Text, Text. Sondern die Leute wollen Storytelling, die wollen Geschichten, die wollen einfach etwas aus dem Leben geboten bekommen, dass sie für sich ihre berufliche oder persönliche Situation mitnehmen können. Ja gut, wenn man diese Convention einfach so ein bisschen begleitet, dann ist zunächst mal ein großes Commitment da, weil man da wirklich was mitgenommen hat. In jeder einzelnen NSA-Veranstaltung habe ich wirklich was mitgenommen. Die andere Sache ist natürlich, es sind ja immer andere Leute für verantwortlich, was ich ganz gut finde, deshalb kommt auch große Varianz rein. Aber was man auch sagen muss, zum Beispiel die letzte Veranstaltung in Arizona, in Phoenix, hat mir vom Content, von den Themen her doch besser gefallen. Was auch natürlich erstaunlich ist, dass auch ein großer Teil der Leute, die hier sind, neu sind. Und man hört auch so zwischen den Zeilen immer wieder, dass es der amerikanischen Ökonomie nach wie vor sehr schlecht geht und viele einfach unter Auftragsmangel leiden. Aber das ist auch für Deutschland nicht neu. Beruhigt das einen deutschen Unternehmer oder einen deutschen Speaker, dass es den Amis auch nicht besser geht? Oh, nee, ganz und gar nicht. Weil zunächst mal kann man ja immer über die Themen praktisch reden und fühlt sich dann womöglicherweise ein bisschen besser. Das, glaube ich, hilft nicht. Sondern wo sind die Möglichkeiten, dass man aus dem, was man hat, aus den Gelegenheiten, was macht? Und hier einfach zentrale Themen mal mitzunehmen oder auch mal ein kleiner Gedanke und etwas zu verbessern an dem, was man schon macht, ist ja das Ziel. Mehr kann es auch gar nicht sein. Ist überhaupt nicht möglich in so kurzer Zeit. Auch hier schön zu sehen, die Amis machen genau das, was wir Deutschen auch immer wieder im Training machen, gerade wir Verkaufstrainer, Disziplin, Hartnäckigkeit, dranbleiben, Fleiß, eben gewesen bei Gittermeer, mein absoluter Fan von ihm, ja, Geoffrey, super. Also er sagt auch, ich arbeite einfach hart, ja, und das ist der entscheidende Faktor. Also für mich ist es hier immer ein großes Klassentreffen und das ist das Wichtige, das ist mein Teil. Kontakte pflegen, Kontakte knüpfen, neue tolle Speaker für die nächsten Conventions zusammensuchen. Ich fand die diesjährige Convention deswegen beeindruckend, weil das erste Mal auch die Internationalen derart geschätzt wurden. Das hatten wir bisher noch nie. Es gab viele Keynotes, wo ich sage, sehr amerikanisch, zu emotional. Es waren Kinder auf der Bühne, wo ich sage, na, das kann man in Deutschland oder einfach in Europa gar nicht machen. Aber man kann sehr, sehr viel von den Präsentationen abschauen. Und also für mich war es wieder sehr, sehr spannend. Das ist einfach eine Convention, wo man da sein muss. Das gehört einfach dazu und gerne jedes Jahr wieder. Also ich sage mal, erstens, weniger Content auf die PowerPoints, also auf die Slides zu geben, mehr Emotionalität rüberzubringen. Emotional sein heißt Dinge bewegen. Das ist ja unsere Aufgabe. Ja, wir werden oft engagiert für unsere Expertise, was immer diese Expertise ist. Und dann sind die Zuhörer, die dort sitzen, wenn wir etwas machen, wenn wir etwas präsentieren, ja nicht diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, sondern das sind die, die jetzt eine Erwartung haben. Und ich glaube, es ist derjenige, ein guter Mann, und das ist auch das, was wir in Deutschland noch besser lernen müssen, der in der Lage ist, seine Expertise so rüberzubringen, dass jemand, der vom Thema keine Ahnung hat, eine Idee hat, was er meint, was der Experte meint, und auch für sich selber sich zur Klarheit denkt, was er macht damit. Also simplifizieren, auf den Punkt bringen, Dinge sehr stark vereinfachen, weniger Content, mehr Emotionalität, mehr Wir-Gefühl und vor allen Dingen, und das ist eben das, was die Amerikaner hier haben, das tut uns Deutschen besonders gut, mehr Optimismus zu haben, sich zu konzentrieren auf Dinge, die funktionieren. Ja. Und Dinge zu machen, die wir im Fokus haben.
Ich blicke zurück auf eine Convention. Ich habe viele Conventions erlebt, auf eine Convention, die in ihrer Dimension, was die Aufmachung, was die Teilnehmerpartizipation war und was die, sag mal, der Eindruck, den ich mitnehme, ich nehme ganz viel Energie mit nach Deutschland mit. Ganz viel Energie. Ich bin voll. Ich habe ungefähr 40 Seiten Manuskript mitgeschrieben und bin froh, dass ich jetzt die nächsten zwei Wochen noch Urlaub habe und dass ich da viel aufarbeiten kann, um dann wirklich neu positioniert ins nächste Jahr zu gehen. Was genau können Sie in Deutschland von diesen ganzen Sachen umsetzen? Ja, ich habe im Prinzip drei Dinge hier mitgenommen. Ich habe einmal mitgenommen, wie sich die Weltklasse der Speaker positioniert und inszeniert. Das war etwas, was ich in der Form, ich persönlich, weil es meine erste NSA-Convention ist, noch nicht erfahren hatte. Das ist ganz wichtig. Ich habe ganz viele persönliche Tipps von Leuten erhalten, die ich auch im Nachhinein kontaktieren kann. Ganz viele freundschaftliche Verbindungen geschaffen. Das ist eine Dimension, auch die ist für mich relativ neu in dieser Form der sehr menschlich angenehmen Zusammenarbeit. Und zum Dritten war das Thema Marketing. Wie vermarktet man sich als Speaker in Deutschland? Wie gewinnt man Kunden? Wie gewinnt man neue Projekte? Auch dort habe ich ganz viele Impulse erhalten.